Ey Leute, guckt euch das an hier, das ist der Hammer. Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Alter, wie schön das einfach ist, ey. So Leute, und damit herzlich willkommen hier ganz kurz am Anfang von der Ruppertsklamm. Wenn wir uns heute hier mal so ein paar schöne, urige Stündchen mit hoffentlich viel Wasser machen. Leute, heute ohne viel Gelaber. Ich sehe schon das erste Wasser. Dann würde ich sagen, hier viel Spaß in der Ruppertsklamm.
So, ich werde mich jetzt hier auf dem breiten, aber doch schön urigen Pfad hier wieder zurück ans Lahnufer begeben. Da steht nämlich das Auto. War diesmal nur eine kleinere Tour. Ich hatte jetzt auch keinen Bock auf eine riesen Wanderung. Muss auch mal sein. So ein kleines Mini-Abenteuer. Also wirklich geil hier unter der Woche. Wetter ist natürlich jetzt, man sieht es auch nicht so geil. Aber zumindest war wenigstens Wasser in der Klamm. Am Anfang sah es ja ein bisschen mau aus. Da dachte ich zuerst, dass sie vielleicht trocken sein könnte. Aber ist sie nicht. Zum Glück war auch nicht mehr Wasser drin. Also nicht mehr Wasser, sondern mehr Wasser. sonst hätte man da echt schlecht gehen können, muss ich sagen. Also nasse Füße kann man da schon kriegen und man muss echt aufpassen, es ist sehr, sehr, sehr rutschig teilweise. Aber es macht halt übelst viel Spaß, während hier das Novemberlaub hier runter rieselt. Also richtig schön, man sieht es ja hier immer noch. Wir können ja mal hier runter gucken. Es ist halt schon geil, ne? Hier unten ist die Bank von eben. Ja, so richtig schön tief eingeschnitten, diese Tal, ey, Wahnsinn. Also ich glaube, dass hier schon sehr, sehr viel los sein wird, wenn Wochenenden sind oder so richtig schönes Wetter ist. Insofern habe ich mir den richtigen Tag ausgesucht. Es stand zwar eh ein Auto auf dem Parkplatz, aber ich habe niemanden gesehen. Ich hoffe, der ist nicht verloren hier. Aber kann mir wohl ja sein. Zuerst dachte ich ja hier, oh Gott, so ein breiter Schotterweg jetzt hier runter. Aber der ist halt richtig schön, ne? Ein richtig schöner Panoramaweg. Jetzt fängt es noch an zu regnen. Naja, wieder mal Glück. Glück des Todes, hier mit dem Wetterbericht ja. Ach nee, Leute. Jetzt geht's mehr oder weniger schnurstracks hier runter zum Parkplatz. Also eine größere Wanderung habe ich hier ja nicht gefunden, die jetzt die Klamm so ein bisschen integriert. Leider nicht. Gibt zwar einen, aber der ist jetzt irgendwie auch jetzt nicht viel anders wie den ich jetzt gegangen bin. Also von daher war das hier eine kleine Tour, immer die Klamm hoch und jetzt wieder runter. Muss auch mal sein, so ein bisschen kleinere Abenteuer. Tja Leute, das soll es dann von hier aus schon gewesen sein. Wird jetzt kein halbe Stunden Video. Jetzt hier vielleicht nochmal, wenn es nicht regnet, die Pause auf der Bank genießen. Hier sieht man runter in die Stadt hier, Lahnstein. Auch ganz schön, wie die Häuser hier so am Berg kleben. Die gucken halt direkt in diese Schlucht hier drin, ne? Ja, die haben aber auch Schwein mit ihrem Wohnort hier. Oh, ich glaube, du guckst aus dem Fenster und siehst hier die Schlucht. Ja, man kann es halt echt nicht so erkennen, ne? Aber hier unten ist halt so richtig schön. Die Schlucht geht hier richtig schön drin. Von oben konnte man es ja vielleicht sehen, so ein bisschen vorhin. So, was bleibt mir jetzt noch zu sagen? Außer, dass hier schöne Felsen stehen. Eigentlich nicht weiter. So, dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, Leute. Schaltet gerne wieder ein bei einem der nächsten Videos. Und dann würde ich sagen, mit dem Blick hier auf diese geile Brücke. Was ist denn das für eine geile Brücke? Na, kann man natürlich auch wieder nicht erkennen. Ich versuche es mal nochmal ranzuholen. Würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Video. So ein bisschen verplant heute irgendwie, keine Ahnung. Muss auch mal sein. Bis dahin, Leute. Macht's gut und ciao.
Leute, ihr könnt nicht ahnen, wie froh ich bin, hier diese Hütte gefunden zu haben. Weil so sieht's aus, wenn der Wetterbericht von keinem Regen spricht. Es schüttet hier wie aus Eimern, ey. Nie war eine Hütte so wertvoll wie jetzt.